Eine Sache, die mich auf jeden Fall stört, hat über Nacht geregnet, geschneit. 3 außenliegende Taschen, separater kleiner Rucksack. Daypack einfach mit dabei. Erste Hilfeset, Klappsäge, Taschen nach Themen sortiere. 1,5 Jahre lang im Einsatz. Hey Leute, ich bin's Fritz und bist gerade auf meinem Zweitkanal gelandet, bei dem es nur um das Thema Ausrüstung gehen wird. Heute der TT Range Pack. Wie in jedem Video gibt es am Ende auch wieder was zu gewinnen. Leider kein TT Range Pack, ich habe keinen zweiten übrig, aber dafür ein bisschen Merchandise. Ihr kennt das Spiel, es geht um Produkte und Ausrüstung, also oben vorsichtshalber mal als Werbung gekennzeichnet. Dadurch, dass die Preise immer ein bisschen variieren, ist die ganze Ausrüstung unten in der Videobeschreibung verlinkt, wer danach schon will, oder auch nochmal im ersten Kommentar angepinnt. Wärmer als erwartet. Tasmanian Tiger Range Pack MK2 in Oliv. Ich hatte ihn erst in Coyote, den hat Bommel übernommen. Ich habe jetzt einen in Oliv, seit 1,5 Jahren im Einsatz. Wichtig, wofür habe ich den? Ich nutze den hauptsächlich für Biwaks, wo ich wirklich jede Menge Zeug mitschleppe, aber nicht sehr weit laufe. Also ich würde ihn niemals auf einer großen Trekkingtour benutzen, auch wenn er vielleicht dafür geht, wäre er mir aber viel zu schwer. Wiegt glaube ich 4,5 Kilo. 90 plus 10 Liter, also ein 100 Liter Rucksack, hier kriegt man richtig viel Zeug rein. Und für mich ist das wirklich, wenn ich jetzt mehrere Tage autark irgendwie rausgehe, Bushcraften. Wenn ich viel Wasser mitnehmen möchte, viel trinken, wenn ich eine Kanutour in Schweden mache. Von TT wird er als Einzelkämpfer-Rucksack beschrieben, der für mehrwöchige Operationen gedacht ist. Damit ihr so ein bisschen Gefühl für den Rucksack bekommt, habe ich jede Menge Zeug reingepackt. Das ist kein Loadout-Video. Ich werde nicht groß auf die einzelnen Sachen eingehen. Es geht eher darum, dass ihr wisst, wie viel Volumen passt vielleicht wo in welche Tasche. Wir haben hier das X1-Tragesystem, was in der Höhe verstellbar ist und für extrem schwere Lasten gedacht ist. Das sieht man schon an den ganzen dicken Polstern und auch den extrem breiten und langen Hüftflossen. Wie gesagt, in der Höhe verstellbar, einfach mit Klett und dann schlauft man das hoch und runter. Ihr seht, bei mir ist der Hüftgurt schon fast am Limit. Ich habe an den Seiten vielleicht noch 3-4 cm, die ich noch mehr festzurren konnte. Auf den Hüftflossen nochmal Molle drauf, wenn ich irgendwelche Taschen drauf machen will, brauche ich aktuell nicht. Könnte man nutzen für einen schnellen Zugriff, wenn man irgendwie ein Fernglas haben will oder vielleicht nochmal für eine Akkubank. Hier oben nochmal Lastenkontrollriemen, um das Gewicht so ein bisschen an den Rücken ranzubringen. Natürlich der Brustgurt, kann man auch alles nochmal in der Höhe verstellen. D-Ringe für Karabiner, zum Beispiel fürs GPS oder eine Taschenlampe. Kurzer Location-Wechsel. Ah. Ihr seht, es ist auf jeden Fall ein ordentlich großer Rucksack. Da müsst ihr genau aufpassen, wo ihr was wie hinpackt. Also gerade die schweren Sachen eher in Rückennähe. Denn wenn das hier hinten irgendwo rankommt, dann zieht es euch komplett nach hinten. Man kann mit dem Rucksack, wenn man ein bisschen trainiert ist, auch größere Lasten stemmen. Das Tragesystem ist wirklich Bombe und passt sich gut dem Rücken an. Zumindest bei mir. Das muss natürlich jeder für sich selbst herausfinden. Allerdings das Gewicht, egal wie gut das Tragesystem ist, drückt auf die Knie, drückt auf die Muskulatur, auf die Knochen. Das müsst ihr trotzdem tragen. Eine Sache, die mich auf jeden Fall stört, sind diese extrem langen Bänder, die ich nirgendwo ordentlich verstauen kann. Ich habe hier so Gummischlaufen dran, allerdings gehen die halt maximal bis hier. Das heißt, es bringt mir gar nichts. Ich könnte das jetzt hier aufwickeln und dann unter die Gummischlaufe packen. So, so eine richtig schöne Lösung ist das nicht. Theoretisch könnte man sie auch abschneiden, aber will man natürlich bei so einem Rucksack dann auch nicht machen. Hier oben haben wir einen Griff und was ich auf jeden Fall gut finde, wir haben auf der Frontseite auch nochmal einen Griff. Das heißt, wir können den Rucksack, dadurch, dass er auch so extrem schwer und klobig ist, wirklich so anfassen und gut weiterreichen. Wenn man den Rucksack zum Beispiel aus dem Truck ausladen will, aus dem Auto, aus dem Boot, was auch immer, nur hier hinten dran ist echt ein bisschen schwierig mit einer Hand und so kann man den wirklich gut bewegen und auch weitergeben. Oder andersrum, ich fasse hinten an, gebe den nach vorne weiter. Und der Kollege kann halt den nächsten Griff nehmen. Wir haben oben drauf 2 Befestigungsriemen, die man in der Länge verstellen kann. Klassischer Klickverschluss mit einem Gummi am Ende, um das restliche Gurtband zu fixieren. Das nutze ich extrem gerne für irgendwelche nassen Sachen. Also ich habe zum Beispiel einen Tarp aufgebaut. Es hat über Nacht geregnet, geschneit, alles ist ein bisschen durchgesifft. Das will ich nicht in den Rucksack reinpacken, sondern kann das einfach hier oben drauf machen, festzurren und gut ist. An den Seiten gibt es jeweils 2 Kompressionsriemen, um den ganzen Rucksackinhalt ein bisschen zu fixieren. Einmal hier liegend, einmal hier unten. Hier seht ihr es. Kann man natürlich auch wieder nutzen, um noch einen Tarp dran zu machen, eine Jacke oder wie jetzt hier in dem Beispiel die Axt. Dann haben wir unten wieder noch Befestigungsriemen, die sogar unten auch nochmal langlaufen. Die gehen durch so kleine Ringe, das heißt, man kann es entweder vorne drauf machen oder unten drauf. Ich finde es vorne drauf immer ein bisschen besser, weil dadurch kriegt der Rucksack auch einen stabileren Stand. Wenn ich die Isomatte jetzt drunter packen würde, dann kann er definitiv nicht mehr stehen und fällt sofort um. Auch hier kann man mit Clipsen ganz einfach das Ganze in Sekunden lösen. Hier unten sind noch ein paar Schlaufen dran für eventuell Eispickel, Axt, Trekkingstöcke
oder vielleicht auch ein Stativ. Was ich sehr schön finde und mir eigentlich öfter wünsche, sind diese Dinger hier. Und zwar ist das so ein bisschen Klettband am Ende von dem überschüssigen Gurtmaterial. Das heißt, wenn man jetzt hier so einen Fetzen hat, kann man den einfach einrollern, Klett drum machen und dann stört das Ganze nicht mehr. Hier nochmal im Detail, sieht wie so eine kleine Schnecke aus. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe das Klett genommen und einfach an den Gurt ran gemacht. Damit ist der hier so ein bisschen dran fixiert. Mir geht es dabei einfach, dass ich nicht so viel überschüssiges Gurtmaterial habe, was dann überall rumflattert. Ich glaube, ihr kennt das selbst. Das ist mega nervig und ich will das lieber alles irgendwie klein, kompakt und fixiert haben. Wie ist der Rucksack aufgeteilt? Ein großer Körper in der Mitte. Das kann man in der Mitte nochmal unterteilen mit einem separaten Bodenfach. Zeige ich euch gleich alles noch. Drei außenliegende Taschen und der Deckel. Eine Besonderheit bei dem Rucksack zeige ich euch gleich mal. Und zwar diese vordere Tasche hier ist fixiert mit zwei Reißverschlüssen. Und ist ein separater kleiner Rucksack. Ich weiß nicht, wie viel Liter der hat. Ich würde jetzt mal schätzen 6-7, vergleichbar mit dem Essential Pack. Und wir haben hier hinten nochmal extra Gurte dran. Das heißt, wir haben wirklich einen kleinen Daypack einfach mit dabei. Die beiden seitlichen Taschen sind mit einem Molle-System befestigt, lassen sich dadurch natürlich abnehmen. Ich bin ganz ehrlich, habe ich noch nie gemacht. Ich habe sie bisher immer dran. Und wenn sie leer sind, dann lasse ich sie meistens auch leer. Stört nicht, da kann ich zur Not dann immer noch was reinmachen. Wiegen natürlich wieder einiges. Generell solche robusten, militärischen, taktischen Rucksäcke sind immer ein bisschen schwerer. Aber ich habe es zu Anfang ja schon gesagt, für mich ist es ein Rucksack, bei dem das Gewicht keine Rolle spielt. Ich will viel transportieren, gute Organisation und nehme das für Touren, wo ich nicht viel zu Fuß zurücklegen werde. Erstmal der kleine aufgesetzte Daypack. Hier habe ich jetzt einfach mal Handschuhe und eine richtig dicke Wintermütze eingepackt. Und hier mein Erste-Hilfe-Set. Da werde ich auch mal ein extra Video zu machen. Dauert aber noch ein bisschen. Das heißt, wir haben hier gut Volumen. Wir kriegen ja wirklich auch eine 1,5-Liter-Flasche rein. Wir kriegen hier sogar eine Trinkblase rein. Haben ja auch die Möglichkeit, einen Trinkschlauch durchzuführen, wer das gern nutzt. Hier vorne nochmal eine aufgesetzte Tasche für Kleinteile. Finde ich ganz gut, wenn man nochmal eine Taschenlampe mitnimmt, ein Messer, dass das nicht alles so rumfliegt. Vorne drauf Laser-Cut finde ich optisch ganz schön. Ich würde jetzt persönlich hier nie was drauf machen. Das ist eine Reihe, das heißt, hier könnte ich vielleicht einen Multitool-Halter drauf machen, einen Magazinhalter. Aber ganz ehrlich, das packe ich auch lieber rein. Optisch finde ich es trotzdem schön. Was ich mir noch gewünscht hätte, ist natürlich wieder Geschmackssache und ein bisschen nerdig, aber hier vorne doch schon wieder eine Klettfläche drauf. Ansonsten ist auch der auf der Rückseite wieder gepolstert, so leichtes Meshgewebe. Ja, von einem Tragesystem brauchen wir hier nicht sprechen, aber bei einem Daypack, der vielleicht 3-4 Kilo wiegt, völlig in Ordnung. Hinter dem Daypack verbergen sich nochmal zwei Riemen, die wir wieder öffnen können, in der Länge verstellen können. Das heißt, auch hier können wir wieder irgendwelche Sachen ranschneiden, sei es Isomatten, Schlafsäcke, whatever. Die beiden Seitentaschen sind identisch. Hier haben wir eine schöne Klettfläche drauf. Wie gesagt, sowas hätte ich mir vorne auf dem Daypack nochmal gewünscht. Auch hier wieder ein Molle-System drauf für, keine Ahnung, Knicklichter, Karabiner, Extra-Pouches. Habe ich persönlich auch noch nie genutzt. Sieht natürlich ganz cool aus, aber wiegt auch wieder mehr. Hier drin habe ich jetzt noch mein Feuerkit, Bushbox und ein bisschen Besteck. Wir haben hier drin wirklich gut Platz und verschiedenste Gummistraps. Sowohl im Deckel als auch hier hinten wirklich etwas größere. Also da könnte man jetzt zum Beispiel wirklich so Handschuhe hinter verstauen. Und dahinter sind nochmal kleinere Gummistraps. Gucken wir uns gleich mal auf der anderen Seite an. Da habe ich es nämlich auch direkt benutzt. Was ich noch ein bisschen cooler finden würde, wenn vielleicht hier zum Beispiel im Deckelfach oder hier hinten noch so kleine Netztaschen wären. Ich persönlich brauche so viel Gummistrap-Elemente jetzt nicht. Aber ich habe oft wirklich kleine Sachen wie Taschenlampen, Taschenmesser, Ersatzbatterien. Und wenn ich die hier reinschmeiße, dann liegen die halt einfach nur hier rum. Also eine kleine Netztasche hier mit eingearbeitet. So wie man zum Beispiel im Daypack hat, hier auf der Deckelinnenseite, würde ich noch ein bisschen besser finden. So, drehen wir den Rucksack einmal. Wie gesagt, hier die identische Tasche, was ich gerade gar nicht gezeigt hatte, ist bei beiden. Hier oben noch ein Ausgang für zum Beispiel Kabel. Eine Trinkblase wäre auch möglich, ist glaube ich auch für Funkgeräte konzipiert. Wie gesagt, ist die gleiche Tasche. Hier habe ich jetzt die Gummistraps genutzt, um zum Beispiel mein Ground Sheet. Und das ist genau das, was ich meinte. Hier unten habe ich jetzt so ein bisschen Kleinkram drin. Batterie, Taschenmesser, Taschenlampe. Und das schmeißt man jetzt alles nur so rein. Es gibt zwar noch andere Taschen, wo man das ein bisschen besser organisieren kann, aber das wäre hier noch schöner. Es gibt natürlich noch genug andere Möglichkeiten, mit irgendwelchen Netztaschen, Kompressionssäcken und so den Kleinkram zu organisieren. Hier seht ihr jetzt mal, wie ich die Straps genutzt habe. Klappsäge, Messer und noch ein Schälmesser. Und das finde ich halt top, wenn man jetzt solche Sachen hat und die nicht rumfliegen, sondern einfach so schön sortiert hier drin liegen. Wenn ich jetzt wirklich mehrere Tage lang draußen bin oder 7 Tage lang in Schweden, dann möchte ich in meinem Rucksack einfach eine schöne Organisation haben. Klar, es gibt genug Trekking-Rucksäcke, die ich sonst auch nutze für andere Touren, indem man alles irgendwie reinschmeißt, die extrem leicht sind, aber wo man dann wirklich
ja, Chaos drin hat oder sich wirklich sehr gut organisieren muss. Und so eine kleine Helferchen finde ich persönlich für so eine Tour einfach top. Eins vorne drauf ist wirklich ein sehr, sehr flaches und schmales. Hier habe ich jetzt mal Mülltüten drin. Das kann man wirklich auch richtig gut für den Kleinkram nutzen. Also wie gesagt, Akku, Taschenlampe, Messer, das passt ja alles super rein. Ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Könnt ihr auch mal in die Kommentare reinschreiben. Ich mag es, wenn ich meine Taschen nach Themen sortiere. Also ich habe zum Beispiel eine Seite, wo es um das Thema Kochen geht. Eine Tasche, wo ich Tools drin habe. Eine Elektrotasche und so weiter. Deswegen will ich nicht allen Kleinkram, den ich habe, einfach hier reinpacken und alle großen Sachen in die Seiten rein. Sondern ich würde es noch schöner finden, wenn ich in den Seitentaschen sowohl große als auch ganz kleine Sachen organisieren kann. Dann haben wir im Deckel oben drauf noch ein großes Fach. Großes Handtuch. Hygienekit, also hier passt wirklich richtig gut was rein. Hier habe ich teilweise auch dann meine ganze Kameraausrüstung drin, ja, weil man da wirklich gut rankommt und ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen geschützt, weil es einfach oben drauf ist und nicht, ja, zerdrückt wird. Dann haben wir natürlich noch ein innenliegendes Deckelfach. Auch das ist vom Volumen recht groß, muss natürlich aufpassen, je nachdem, wie voll man das stopft, hat man dann hier nicht mehr ganz so viel Platz. Was ich ganz oft sehe bei vielen Rucksäcken, ist, dass hier das Erste-Hilfe-Set-Zeichen ist. So nach dem Motto, in die Innentasche vom Deckel packe ich mein Erste-Hilfe-Set. Bin ich ehrlich gesagt kein Freund von. Warum? Weil das für mich viel zu lange dauert. Ich muss erst den Deckel aufmachen, aufklappen. Dabei fällt mir teilweise vielleicht noch der Rucksack um. Da muss ich den Reißverschluss aufmachen, hier rumkramen und erst dann bin ich dran. Ich finde es generell schöner, wenn das Medikit wirklich außen an einer Tasche sofort erreichbar ist. Ein Reißverschluss auf und sofort habe ich das griffbereit. Deswegen, ja, nutze ich das meistens eher für elektronische Sachen oder für Hygiene. Und dann kommen wir schon zu den beiden Hauptfächern. Hier oben ist ein schöner Gurt, wo man auch nochmal eine Jacke drunter klemmen könnte. So der Klassiker. Und hier ist nochmal ein, ja, Sack, um das Ganze auch nochmal, ja, um 10 Liter zu erweitern. Das heißt, wir können den Rucksack wirklich auch auf die Höhe hier vollladen. Und das Deckelfach kann man ja auch in der Höhe noch verstellen. Hier hinten kann man das Ganze noch anheben und den Deckel wirklich extrem nach oben bringen. Ihr seht das, den Freiraum kann man natürlich auch noch zusätzlich füllen. Ihr seht da schon ein Symbol, Wassertropfen. Das heißt, hier könnte man einen Trinkschlauch durchmachen oder natürlich auch wieder irgendwelche Kabel. Machen wir hier erstmal alles auf. Krempeln es ein wenig um. Eine G-Loft-Jacke, hier ein bisschen Wechselkleidung, auch in einem TT-Pouch. Ja, Socken, Unterwäsche, T-Shirts, Pullover nochmal. Und hier seht ihr schon, warum ich oft so einen großen Rucksack mit habe. Und zwar ist das Thema Wasser sehr entscheidend. Wenn man mehrere Tage autark unterwegs sein will draußen, man hat kein Fluss, kein Bach, kein Regen, kein Schnee und man muss irgendwie genug Trinkwasser dabei haben, dann nehme ich halt auch gern mal 6 bis 8 Liter Trinken mit. Und natürlich auch jede Menge zu essen. Hier mal ein paar Brotdosen, um das Volumen ein bisschen zu symbolisieren. Natürlich für die Übernachtung brauche ich noch einen Tarp. Alternativ könnte da auch ein Zelt rein. Isomatte. Ja, wenn ich länger draußen bin, will ich auch ordentlich kochen. Das heißt, auch ein 2,5 Liter Topf und nicht nur irgendwie so einen kleinen Mini-Becher. Der nimmt natürlich auch wieder gut Volumen weg. Und ich habe hier meistens auch noch Essen drin. Ja, und der Rest des Hauptfachs ist jetzt wirklich mit Wasser voll. 1,5 Liter Flaschen, genau 4 Stück. An der Seite nochmal eine Clean Canteen mit Becher, wenn man sich irgendwie mal einen Tee machen will. Wir haben jetzt hier genau 7,2 Liter. Ich will kochen, ich will was trinken, ich will abwaschen. Ich will mir die Zähne putzen, ich will vielleicht ein bisschen Hygiene betreiben und dafür brauche ich einfach jede Menge Wasser. Wenn ich eine Trekkingtour mache, wo ich die ganze Zeit unterwegs bin, vielleicht irgendwann an einer Quelle vorbeikomme, an einer Hütte, an einer Ortschaft, wo ich immer mein Trinken wieder auffüllen kann, ist das eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn ich Bushcraften gehe, rausgehe und ja, einfach viel Trinken mitnehmen will, dann brauche ich auch viel Volumen. Ich hatte hier teilweise sogar mal einen 5-Liter-Kanister drin, den ich einfach mitgenommen habe. Wir haben auf der Rückseite vom Hauptfach so eine Wasserblasentasche. Da mache ich halt auch gerne dann einfach die Wasserflaschen rein. Das geht ohne Probleme. Hier oben haben wir noch mögliche Befestigung für die Trinkblase. Auch nochmal so ein Flat, um das Ganze festzumachen. Und natürlich auch dieser Trennsteg zwischen Bodenfach und oberem Fach, den man mit Reißverschluss öffnen kann. Kennt sicherlich jeder von euch. Ich muss sagen, für die Organisation lasse ich diese Trennstege dazwischen bei jedem Rucksack zu. Ich glaube, ich habe die noch nie aufgemacht. Dann haben wir unten noch das Bodenfach und hier kriege ich tatsächlich ohne Probleme ein Defense 6 rein und ich habe da sogar noch Platz. Das heißt, wenn ich richtig stopfe und richtig komprimiere, würde ich hier sogar noch eine Isomatte reinkriegen und wenn ich nochmal richtig drücke, würde ich vielleicht sogar noch das Tarp reinkriegen. Das heißt, hier sollte so ziemlich jeder Schlafsack reinpassen, den es auf dem Markt gibt, denke ich mal. Ach ja, hier oben ist noch eine Patchfläche dran, die wird meistens aber vom
Deckel irgendwie verdeckt hier vorne, je nachdem, wie voll man den Rucksack lädt und wie weit der Deckel dann nach oben kommt. Was ich, glaube ich, vergessen hatte, in dem Daypack sind nochmal D-Ringe oben dran und auch hier ist nochmal eine Befestigung für Trinkblase, Karabiner oder sonstige Ausrüstung. Was bei mir noch hinzukommt ist, ich schleppe immer noch jede Menge Kameraausrüstung mit. Stativ, große Kamera, Mikrofon, Ersatzakkus, meistens noch Powerbank, Solarpanel, um alles wieder aufladen zu können, Drohne, Drohnenakkus und so weiter und so fort. Das heißt, ich brauche teilweise echt dieses Volumen, um überhaupt diese Videos für euch zu produzieren. 1,5 Jahre lang im Einsatz. Gibt es Sachen, die mich stören? Einige Riemen haben diese Aufwickelfunktion dran. Die kann man gut verstauen mit Gummiclips, was auch immer. Einige haben das überhaupt gar nicht. Hier zum Beispiel. Keine Möglichkeit. Baumelt einfach rum. Hier unten wiederum, 5 cm weiter, ist diese Aufwickelklettfunktion verbaut. Wie schon 5-mal gesagt, die Organisation in den Seitentaschen würde ich persönlich, wenn ich das Modell bauen würde, ein bisschen anders machen, um auch noch mehr Kleinteile zu organisieren. Ansonsten Leute, ich liebe diesen Rucksack und die Sachen, die ich angesprochen habe, ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Es ist eine Top-Qualität, ein super Tragesystem. Wichtig beim Tragesystem, Leute, probiert ihn aus. Es kommt auf euren Rücken drauf an, auf eure Belastung. Nur weil er bei mir funktioniert, muss er bei euch noch lange nicht funktionieren. 90 plus 10, wir haben hier 100 Liter Volumen. Man neigt natürlich dazu, wenn man so einen riesen Rucksack hat, auch immer mehr einzupacken und mitzuschleppen. Bei einer Trekkingtour der absolute Tod. Bei einem Biwak, wo man auch mal Ausrüstung testen will, wo ich im Winter zum Beispiel mal ein komplettes Hängematten-Setup und ein Bodenschläfer-Setup dabei hatte, weil ich es im Video mal ausprobieren wollte, das würde mit einem normalen 40-50 Liter Rucksack überhaupt gar nicht gehen. Und der große und extreme Transport von Wasser ist bei mir auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, würde ich ihn weiterempfehlen? Absolut, definitiv. Aber überlegt euch vorher, ob ihr ihn braucht. Der Rucksack an sich ist top. Die Frage ist nur, habt ihr den richtigen Einsatzzweck dafür? Und vermutlich auch das nötige Kleingeld. Wir machen wieder ein kleines Gewinnspiel und zwar diesmal Patches. Die 3 Gewinner, die ich auslosen werde aus den Kommentaren, können sich je 2 Patches aus dem Sortiment auswählen und dann schicke ich euch die zu. Wie nehmt ihr daran teil? Erstens, ihr müsst natürlich Abonnent des Kanals sein. Also Kanal einfach kostenlos abonnieren und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Zweitens, natürlich der klassische Daumen nach oben. Und drittens, schreibt in die Kommentare, welchen Rucksack ihr am meisten nutzt. Wie viel Liter der hat, würde mich natürlich interessieren und welches Modell das genau ist. Und natürlich auch, warum das euer Lieblingsrucksack ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.